Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22, Nordfriesische Marsch vierfach, am Mittwochmorgen. Einen wunderschönen Grüß euch. So, wir müssen hier mal kurz einen Kurs einfahren. Also das dauert ja nicht lange, ne? Ich habe auch ganz viele Kommentare gelesen, die geschrieben... Ja, ganz viele, die vertrieben werden, aber ich habe Kommentare gelesen, die geschrieben haben, es wäre klüger, die Kurse zu behalten. Sehe ich nicht so. Weil bis ich das alles rausgesucht habe immer, weißt du, habe ich auch einen neuen Kurs erstellt. Das ist mittlerweile so einfach im 22er. Also dafür jetzt wirklich... fühle ich nicht, muss ich sagen. Fühle ich nicht, ne? Aber kann ja jeder so machen, wie er möchte. Ist ja kein Problem. Oh, der Kollege wird auch gleich frei, ne? Ich glaube, den Kollegen hier werden wir gleich einsetzen beim Rüben wegfahren. Dann haben wir drei Fahrzeuge neben dem Rüben wegfahren. Das wird schon Sinn machen, ne? Weil wir haben jetzt hier unseren Problemlöser losgeschickt in der letzten Folge. Der ist unterwegs. Da ist eine Planke. Oh, Gottes Willen. Ja? Du bist fertig. Das ist gut. Dann schicke ich dich schon mal nach Hause, ne? Sag dir, wie es ist. Nächste Dreschermission. Würde ich nicht machen. Weil es geht ja in dieser Woche wirklich darum, diese Spritze zu kaufen. Diese Hardy-Spritze, ne? Und wenn ich hier natürlich jetzt den Drescher. Das ist aber auch ein Punkt, ne? Das könnte man machen. Ich habe jetzt gerade so überlegt, wir könnten natürlich die Rübenmission schneller fertig machen, wenn wir mehr Abfahrer hätten. Das ist schon richtig. Wobei, wir können natürlich auch gutes Geld verdienen, wenn wir jetzt eine weitere Drescher-Mission dazu nehmen, ne? Was haben wir denn im Angebot aktuell in Drescher-Mission? Pressen, 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 pressen. Düngen, düngen, düngen. Yo. Ernten 56. Wir haben keine Drescher-Mission, meine Damen und Herren. Wir haben keine Drescher-Mission. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Wir haben keine Drescher-Mission. Schade. Gut, dann ist es so, wie es ist. Dann geht's für dich erstmal nach Hause. Pause. Das will ich ja nicht hören hier, ne? Also Pause. Pause auf der Marsch. Das ist ganz schwierig. Ganz schwierig. So. Die Dame... Ja, die Ursula fährt nach Hause. Das macht sie gut, hat sie gesagt. Hier haben wir schon wieder keinen Abfahrer, ne? Das ist... Wir müssen da umstellen jetzt. Das geht so nicht. Der steht zu lange rum. Ich meine, er ist jetzt am Hafen... Die Strecke wäre ja nicht weit, ne? Das muss man mal so sagen. Hier ist das Feld und hier ist der Abladepunkt. Die Strecke ist überschaubar. So, mein Freund. Wir müssen jetzt mal hier kurz einen Kurs umstellen. Und zwar, ja. Du musst zum Hafen donnern. Warte. Verkaufsstellen, Hafen. So muss es richtig sein. Auch wenn es nicht ist, der muss sauber gemacht werden. Der wird sauber gemacht. Ich habe noch Sonnenblumen drin. Das habe ich gesehen. Das war Absicht. Die Sonnenblumen werden gerade weggebracht. Ich hoffe, dass ich da gleich hinkomme, damit er mir nicht zu viel verkauft, sonnenblumenmäßig, ne? So, ihr zwei könnt schon mal abladen. Ich suche den Sonnenblumentransporter. Da ist er. Wohin fährst du? Zum Depot. Okay. Du fährst zum Depot. Wo war denn das Depot? Oh. Wohin muss denn das? Da vorne, ne? Wahrscheinlich müssen wir nicht mehr viel abladen, weil, waren wir hier? Auf dem... Schauen wir mal hier rein. Ernte. So, das ist die falsche. Das hier. 97%. So viel werden wir nicht mehr brauchen, ne? So viel werden wir nicht mehr brauchen. Mais, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. So, aha, du musst hinterherfahren. Warte, zack. So, wo ist der zweite? Der ist noch unterwegs. Ach Mensch. Hubert, so haben wir das auch nicht geübt, oder? Hier einfach an der Brücke festhängen. Wo kommen wir denn da hin? Willst du vielleicht das Schneidwerk hochmachen? Nur so eine Idee, ne? Nur so eine Idee. So. Was passiert jetzt? Kommt der Problemlöser her und löst ein Problem? Das war doch Ursula, oder? Ich glaube, die haben getauscht. Abendschicht, weißt du? So, der Problemlöser kommt. Dustin, grüß dich, guten Abend. Das ist Ursula gewesen. Die haben getauscht, habt ihr es nicht gesehen? Fliegender Wechsel. Geil wäre natürlich, wenn der Drescher jetzt tanken würde, ne? Also der Roder. Aber ich glaube, so viel Glück haben wir nicht.
Geht auch nichts rein in so einen Klasker ran, ne? Lasst euch nichts erzählen. Staatsfeind, auf welcher Seite bist du eigentlich hier? Auf welcher Seite bist du eigentlich? So, der Problemlöser ist voll. Ja. Wir müssen zum Fan springen. Schnell. Da ist er. Weil da wird jetzt, ne? Lohnt es sich, alles abzuladen? Chris, grüß dich. Feld 76 ist abgeschlossen. Ich habe gerade keine Zeit, dahin zu gucken. Was war das? Düngen. Ach Mann, Alter. Geld, Geld, Geld. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir das verkaufen, das Zeug, ne? Sonnenblumen beim Depot ist der beste Preis. Es ist der beste. Ich habe halt keine Verwendung für Sonnenblumen. So, ich habe noch keine Raffinerie oder sowas. Also von dem her würde ich dem das Geld vorziehen, ne? Ich sag's, wie es ist. Zumal wir noch 9000 Liter im Drescher haben, die ich zu Hause abladen werde. Sag mal, was war das denn jetzt gerade für eine Nummer? Ja, wir verkaufen es. Hast du recht, Martin. Wir verkaufen das Zeug. Fährt ihr aber auch schön knapp vorbei, ne? Da kennt ihr nichts. Wenn du wartest, dann steigt der Preis. Bisschen noch, aber das werde ich verschlafen, da bin ich mir ganz sicher. Ne, machen wir weg und dann ist das Ding erledigt. Wenn es 5000 Euro sind, sind es 5000 Euro. Also von dem her sind es nicht mal, glaube ich. Und wie viel waren es? 17.000 Euro. Irgendwer was gesagt von euch? Nee, ne? So, du musst mir jetzt sofort hochfahren zur 76. Da wirst du... Ah, zur 46 war das. Da wirst du ganz dringend gebraucht, mein Freund, ne? Ganz, ganz... Sag mal, was hast du denn jetzt gerade gemacht hier? Lohnt sich doch. Ja, es lohnt sich schon. Natürlich hätte man mehr haben können. Ja, ich weiß nicht, was ihr mir sagen wollt. Aber ist auch nicht immer alles, ne? Oh, 57.000, das schmeckt. So, warte mal, wo ist denn unser Düngerstreuer? Düngerstreuer. Sag mal, standst du jetzt gerade wirklich rum? Alter. Achso, er fährt noch. Oh, das kenne ich so gar nicht. So, du bist fertig, ne? Und sagst nichts vor allem. Das sind die Schlimmeren, die nichts sagen. Habe ich noch eine Düngermission offen? Dreschen, ernten, bla bla bla. Nö. Die wird halt geil, ne? Die 139.000, da wird... Irgendwas hat gebimmelt. So, warte. Düngen. Was war denn das denn, Feld? 54. Ja, da fahren wir hin, ne? Da müssen wir uns mal angucken, du. Die 54. Die wollte ich ja schon lange mal angucken gehen. Justin, danke dir für den Resub im 8. Und Dankeschön, Schatzfan, für den Gift-Sub an MS Agra. Vielen, vielen Dank. So, hier wird gefahren. Das ist gut. Hier wird gesät. Hier wird auch gefahren. Hier wird gewartet. Oh, der Drescher ist da. Gut, gut, gut. Da fahren wir... Oh, wir haben noch nicht das... Ja, warte mal. Wir können ja gleich mal einen Schluck tanken, ne? Das wäre wahrscheinlich kein Problem. Ich glaube, wir müssen da irgendwann wieder mal Diesel reinfahren, ne? Also ich glaube nicht, dass da noch so viel Diesel drin ist. So viel, wie ich schon rausgenommen habe aus dieser Tankstelle. Großen Düngersteuer kaufen? Nee. Freust du schon auf Steine sammeln bei deinem eigenen Feld? Ich hab so Bock, ne? Nicht. Nee. Mein Gott. Ist jetzt nicht so dramatisch, ne? Das ist die Mittwochsfolge. So, fahren wir mal das kleine Rohr aus. Alter, ist das Ding groß. Klonomo, grüß dich. Mir geht's gut, dankeschön. Ich war tatsächlich kurz davor, heute den Stream abzusagen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte nämlich Zahnschmerzen des Todes. Aber es ging dann jetzt wieder. Warum kam heute kein Hofbergmann? Naja, wer das erste Hofbergmann-Video gesehen hat, weiß endlich Bescheid. Da weiß, brauche ich nichts Antworten drauf. Aus so einem Rohr kann ich träumen. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, ne? Ich will nochmal den Lurk. Machen sie das, ne? Danke fürs Dasein auf alle Fälle. Hatten wir dieses Jahr schon eine 24-Stunden-Stream? Ich hatte noch nie eine 24-Stunden-Stream. Ganz egal welches Jahr, ne? Herzlich willkommen, schön, dass ihr da sind. Nemo, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend.
Der muss ja wieder hier ein bisschen glänzen, der Gute, ne? Das ist ja richtig und wichtig. Ne, warte mal, wichtig und... Ach, der Startfeind ist eh weg, ist eh egal. Da wird noch kein Aufmerksamkeit-Video angezeigt. Du musst im Amras-Projekt gucken, Kreuzfahrer. Im Amras-Projekt. Ist am Sonntag erschienen. Patti! Hören Sie bitte auf damit, hier Lärm zu machen. Das will ich nicht während der Aufnahme, weißt du? Hören Sie bitte auf damit. Trotzdem, danke dir für deine 10 Gifte Subs. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Ach, ist er nicht einfach nur schön? Da könntest du doch glatt dran lecken, so schön ist er. Jetzt hör doch, also bitte. Er ist doch hier wie Vanilleeis. Boogie Book, grüß dich. Boah, aber gerade so, ne? Aber gerade... Oh, Wir müssen da mal was parken. Wieso das Rest diese Farbe? Weil ich den so will. Ich sehe schon hier. Ich sehe schon hier. Ihr seid nicht mein Publikum, weißt du? Die fühlen diese Farbe einfach nicht. Und Bugibu, danke dir für 13 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Leute, bedankt euch beim Party, wenn ihr das abgehalten habt. Das wäre super, super nett. Ich glaube, der Nikolas ist nicht da. Aber beim nächsten Mal kannst du dich bestimmt bei ihm direkt bedanken. Guck mal, wie der hier reinpasst. Das ist wie die Garage dafür gebaut. Wir lassen es jetzt, okay? Wir lassen es. Es wird zu viel. Ich merke selber, es wird zu viel. Sieht doch, was Bombär aus? Also wir haben über pornös oder pompös gesprochen, aber das, was du das gerade gesagt hast, das kenne ich nicht, ne? So, das geht zum Hafen, haben sie gesagt. Verkaufsstelle Hafen, zack. Rollt das Ding eigentlich noch oder wo ist denn der? Ist der Mittag gefahren oder? Ist weg, ne? Einfach weg. So, du bist am Abladen, du musst auch wieder zurückfahren, ne? Du fährst nicht zurück, hast du gesagt? Hast du keinen Bock? Oder weil du den Tank vorne dran hast? Könnte das ein Problem sein, Chat? Kurz mich holen gegangen. Würde ich erfüllen. Da ist er ja, guck mal. So, da fährt der nächste Abfahrer weg und da hinten steht der nächste bereit. Es könnte vielleicht funktionieren. Konop hat ein cooles Schneidwerkslager vorgestellt. Habe ich gesehen. Soll ich das mit reinnehmen? Wäre vielleicht ganz geil, ne? Sind die BG-Logos am Schneidwerk gefixt worden? Ja, die sind gefixt worden. Das ist alles gefixt worden. Warum habt ihr am BG-Hof keine Maibaum aufgestellt? Boah, ich weiß nicht. Es kam uns jetzt nicht in den Sinn, muss ich gestehen. Aber schön, dass du drüber nachgedacht hast. Aber daran habe ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht gedacht. Im LS einen Maibaum aufzustellen. Das ist mir ein bisschen fremd, muss ich sagen. LS Nemo, danke dir für dein Giftes ab an den Henry. Vielen, vielen Dank. So, warte mal, ich wollte mal kurz luschern hier. Oh, jetzt, das dauert jetzt alles ein bisschen. Oh, die Flugmission wird bald fertig. Dann haben wir gleich noch eine angenommen, ne? Gierig, wie ich bin. Okay, das heißt, wir können jetzt aktuell nicht viel machen, meine Damen und Herren. Wir haben auch keinen... Ja, wir haben noch einen Teleskoplader. Was können wir denn da anstellen mit dem Teleskoplader? Ich bin Alessandra. Grüß dich. Einen wunderschönen. Grüße, Grüße, Grüße. Habe ich denn noch was im... Warte. Wir können mal gucken. Wir machen das mal hier rein. Bisschen füttern wieder, ne? Weiß nicht, wie viel die noch brauchen. Naja, so ein bisschen schon, ne? Bäm, bäm, bäm. So, 3000 Euro Lohnkosten. Ja, das ist natürlich klar, ne? Wünsche einen schönen guten Abend. Patrick, du hast mich jetzt so abgelenkt, dass ich voll gegen den Zaun gefahren bin. Ja, ich will Stroh reinfahren. Ich will nur gucken, wenn wir, dass ich das Futter noch rausbekomme. Ansonsten lade ich es einfach ins Lager ab. Ist ja auch kein Problem. Oh, es wird leer. Es ist sogar leer geworden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann packen wir da noch ein bisschen Stroh rein. Und wenn wir zu wenig Stroh haben,
dann holen wir uns noch eins beim Händler. So, so einfach ist es. Aber das und vieles mehr sehen wir dann beim nächsten Mal, meine Damen und Herren. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen Donnerstag wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüssikowski.